Brains. Ja, huhu, hier wieder beim Quali. Endlich wieder huhu. Und Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen das erste Mal aus meiner neuen Heimat. Bin ja umgezogen und es hat ganz lange gedauert, bis ich Internet wieder hatte. Und Plants vs. Zombies spielen kann und die anderen tollen Sachen. So, fast 4 Wochen lang, wenn es nicht sogar mehr waren, war ich jetzt unterwegs. Ah, und da hat er mich direkt mal gekriegt. Ich muss erstmal gucken, wie dieses Spiel überhaupt noch mal funktionierte. Ja, in der Tat bin ich total raus, merkt man. Nicht, dass ich vorher jetzt besonders gut gewesen wäre, aber naja, ihr seht ja. Jo, Umzug, alles gut gegangen. Internet hat ganz lange gebraucht. Bin in den Neubau gezogen. Das ist noch ein bisschen merkwürdig hier, weil noch nicht alles fertig ist. Und vor der Tür zum Beispiel finden noch gerade jetzt auch noch Bauarbeiten statt. Und kann sein, dass ihr da noch ein bisschen was von hört. So Sägen, Hämmern und so ein Zeug. Und was auch nicht so ideal ist zum Aufnehmen ist... hallo Kaktus. Ich habe hier so ein Lüftungssystem in meiner neuen Bude. Und das ist permanent an. So, haben wir den auch geholt. Autsch, da war die Kaktusdrohne oder... Nee, es war tatsächlich der Schleim, der mich getötet. Ja, ich bin ein bisschen raus, auch beim Aufnehmen und so. Und ich weiß gar nicht genau, was ich irgendwie erzählen soll, groß. Weil ich mich jetzt gerade konzentriert habe, auf irgendwen zu töten. Wunderte mich gerade, dass es gerade ein bisschen gut lief. Naja, wie gesagt, umgezogen. Und dieses Lüftungssystem, was ich hier in der Bude habe, das muss permanent laufen. Weil Neubau und... Es ist noch ein bisschen so Restfeuchte, nennt sich das, glaube ich, im Gebäude. Und das wird halt durch dieses Lüftungssystem ein bisschen unterdrückt. Daher... Was haben wir denn für 1000 Schnapper hier, ey? Na, wo kommt der denn raus, der komische Schnapper? Da ist erstmal eine Erbse. Ja. Ach, schade. Wäre cool gewesen, wenn ich in der Rakete jetzt beide getötet hätte. Aber ist mir zu spät eingefallen, dass ich ja auch noch Raketen habe. Naja. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ihr dann halt den Lüfter irgendwie öfter hört oder so. Hoffe, das ist nicht zu störend. In der Tat ist das so, dass... Na komm, blöde Erbse. Oh, und der Kaktus macht dann sein Übriges. Oh, ist dann auch ein Tarnkaktus. Ja. Mein Problem ist, ich habe meinen Schreibtisch... natürlich jetzt auch noch genau an die Ecke gestellt, also das bietet sich von der Form des Zimmers irgendwie auch so an, dass das Mikrofon jetzt, über das ich hier rede, auch noch direkt unter dem Lüfter ist. Also es ist nicht optimal zum Aufnehmen, aber sonst irgendwie alles gut. Ja, neue Wohnung ist mega geil, super coole Sachen. Du hast da überhaupt nichts zu melden. Was? Wo sind die Schnapper? Da vorne ist eine Schnapper. Oh, was heißt, wo sind die Schnapper? Hier sind überall Schnapper. Dann müssen wir gerade auch gucken, dass wir das Ganze hier auch einnehmen. Da ist noch ein Schnapper. Und der holt mich natürlich weg.
Schade, schade. Vielleicht rächt mich mein beschworener Zombie, aber dafür ist der Rot-Rot-Schnapper hier ein bisschen zu schnell, oder? Na komm, töti. Ah, egal. Ich wundere mich gerade so ein bisschen über mich selber. Ich finde, ich spiele für meine Verhältnisse hier, also dafür, dass ich jetzt so lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe natürlich eine Testrunde vorher gespielt, bevor ich aufgenommen habe. Finde ich spiele gar nicht so übel. Ja. Zombies haben die Basis erobert, das ist schon mal gut. Mega viele Schnapper unterwegs. Jo. Vielleicht mache ich auch mal irgendwie sowas wie eine Roomtour. Mit der neuen Bude hier. Ich habe was auch noch gut ist, ist halt, ich habe. Was schießt denn hier? Das sind, glaube ich, Kumpels, glaube ich, eher, die schießen. Hm? Egal. Da oben. Autsch, autsch, autsch. Der Erbsenagent ist immer noch oben, oder was ist das? Ich glaube, das ist ein Erbsenagent. Macht zumindest am meisten Sinn. Ah, falsche Taste gedrückt. Und abgeschossen worden von Dimitri 0707. Na. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, da ist wieder ein Schnapper, der hier Kumpels wegschnappt. Aua, 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 aua. Nee, 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 nee. Hopp, hopp. So. So haben wir ja nun nicht gewettet hier. Ganz schön aggressiv wie die Pflanzen. Ja, nur noch irgendwen erwischt damit. Ist schon ganz gut. Ich gehe mal wieder hier oben lang. Oh, da ist Heilung. Die nehme ich natürlich mit, wenn ich kann. Sehr schön. Auch gut abgeschirmt durch den Schild hier. So. Wo sind sie denn, unsere Pflanzen? Da ist eine Drohne. Direkt mal vom Himmel holen. Und der Schnapper. Na, wo kommen sie denn wieder? Ich bin ein bisschen zu weit hinten hier. Ich müsste eigentlich mal reinrennen. Aber ich schicke lieber ein paar Yetis rein. So, hier scheint alles in Ordnung. Dann müssen wir rüber jumpen. Rakete reinschicken. Gucken, ob die irgendwas trifft. Ah, jetzt kommen wir hier doch. Zwei Schnapper und zwei Erbsen. Und da war noch eine dritte Erbse. Naja, gut. Jo, was gibt's sonst noch zu sagen zu der neuen Bude? Die Internetanbindung ist nicht so gut wie die bisherige. Also die ich in meiner alten Wohnung hatte. Also wahrlich, das ist irgendwie ein Zehntel von dem. Aber ich bin jetzt hier aufs Land gezogen. Und hier gibt es nichts Besseres. Also das ist das Beste, was es ging. Und naja. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ich kann Plants vs. Zombies spielen. Das ist doch die Hauptsache. So, schnapper Mensch. Stirb. Jawohl. Yeti. Power. Ja, da hinten ist irgendwo ein Kaktus. Gucken, ob wir den. Ach, hallo. Aua. Was war da? Ein Schnapper von hinten. Jungkrei. Naja. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt auch mal ein bisschen öfter auch mit anderen aufzunehmen. Jetzt, wie gesagt, ich habe irgendwie einen extra Raum jetzt auch, wo ich hier mein Büro quasi habe. Und und das ist ganz gut. Finde ich zumindest.
Stirb! Und da kommt da wieder der Ego-Kai, oder? So der Feuerschnapper auf der gegnerischen Seite. Nein! Nur die SGE 87. SGE, Spielgemeinschaft Eintracht. SGE, was auch immer SGE ist. Wenn ihr das wisst, schreibt mal in die Comments. Komm, 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 wir nehmen ein. Ja. Sehr schön. Sieht so ein bisschen aus, als hätten sie uns gelassen. Da ist noch irgendwo die Erbse auf dem Dach. Aber ich denke mal, die wird gleich irgendwie abgeschossen werden. Ja, von hier hinten kann man nicht viel machen mehr. Da heißt es laufen, 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 laufen. Ja. Ich muss auch bei The Secret World auch wieder ein bisschen reinkommen. Yeah, Killsteal. So, und bei den ganzen anderen Games. Und ich habe mir auch The Witcher geholt. Und ich werde das, denke ich, auch spielen. Mal sehen, wie ich mit der Zeit hinkomme. Hab's schon ein bisschen angespielt. Gucken, ob ich es auch aufnehmen werde. Und ja, könnt ihr euch dann darauf freuen, dass es hier auf dem Kanal dann bald kommt. So, wo sind sie? Au, 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 da ist der Feuerkaktus. Nein, 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 nein. Überlebe ich das noch? Ich überlebe das noch. Ja, und dann kommt ein Schleim. Ein Kochkäse von Mad Brösel. Oh mein Gott, Mad Brösel. Tja, Leute, holt doch mal Zombies hier. Ja genau, der macht's richtig hier. So, da ist eine Drohne. Da war eine Drohne. Genau, macht den Typen mit dem Kochkäse da kaputt. Das ist völlig richtig, so muss das sein. Vorsicht, Tänzer, da war Kraut. Entdeckung. Wo steht er denn da oben? Steht da. Ah! Ich habe sie nie so krass in Erinnerung gehabt, die Dinger, aber ich war schon ziemlich angeschlagen, ne? Na komm, lass dir den Deppy Dave da oben, ist doch völlig egal. Sinnloseste Option in dem Spiel ever. Komm. Der muss was treffen, jawoll. Das hat ein anderer gekriegt. Na, wo ist es? Da oben war noch irgendwo eine Erbse auf dem Dach. Da oben ist sie. Ja, die hat auch noch überlebt. Boah, wie viel Leben hat die denn, ey? Jetzt schon zwei dicke Salben von mir eingepackt. So drei dicke Salben. Die kann nicht mehr viel haben. Vielleicht ist sie geflohen. Da ist sie. Ey. Na gut, die hält sich natürlich auch wieder hoch. Ah, der Schnapper ist jetzt mein. Ah, okay, oder nicht. Mann, immer nur so ein bisschen. So, den will ich jetzt haben hier. Ah, verdammt. Vielleicht sollten wir ein bisschen einnehmen gehen. Wir haben bis jetzt ziemlich wenig eingenommen. Ne, die nehmen wir nicht. Ach man. Hier müssen wir ein bisschen Zombies holen vielleicht. Hier so nicht. Oder vielleicht die falsche Entscheidung, ob man irgendwas was einnimmt. So, hier einnehmen. Ja, ich hatte mit meinen
Pillefatz-Leben. Ich glaube, das Spiel ist jetzt auch vorbei. Hatte ich keine Chance, da jetzt irgendwie noch was zu reißen. Groß. Vielleicht reicht es noch für einmal reinlaufen. Wenn ich mich nicht irre, könnte das vielleicht noch einmal ganz schnell reichen. Rüberspringen. Rüberspringen. Ah, extra Zeit. Komm, 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 komm. Jo, und Kill gemacht. Achtung, die Sonnenblume von hinten. Noch gekillt. Hast du noch eine Erbse? Ah, und da hat es mich hingerafft. Ich habe noch standhaft ein bisschen Verwirrung gestiftet. Dann war es vorbei. Schade, schade. Naja. 6000 Münzen ist jetzt nicht gerade so viel. 15 Kills ist für mich okay. Gehen wir mal in den Stickerladen und holen uns noch ein bisschen was. Hier so ein Glitzerpack oder sowas. Nehmen Legends of the Lawn Pack. Ein Sternüberspringer-Dingenskirchen. Sehr schön. Ja, soweit die erste Folge von Plants vs. Zombies aus der neuen Bude. Ab jetzt nehme ich wieder auf und bin wieder da. Freut euch oder nicht. Mir egal. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.